Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich über das Thema Alleinerziehend mal wieder sprechen. Und zwar bin ich ja jetzt seit über einem Jahr alleinerziehend, also seit März 2018, und wollte das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich habe mir dazu einige Notizen gemacht, worüber ich mit euch sprechen möchte. Also am Anfang, also vor etwas über einem Jahr, da war das schon ungewohnt und das war auch stressig. Stressig auf der einen Seite, weil es natürlich viel zu erledigen gab. Viele Ämtergänge, ne? Ich musste die Wohnung hier einrichten und das alles. Wir hatten komplett neu, aber wir hatten schon ein bisschen einen anderen Alltag. Aber vor allen Dingen war es emotional sehr, 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 sehr aufreibend. Das hat mir unglaublich viel Energie geraubt. Das kann man auch noch in den Vlogs von damals so ein bisschen nachempfinden. Aber ich habe wirklich mega tolle Kinder und die haben es mir wirklich sehr, 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 sehr einfach gemacht. Der Alltag an sich war eigentlich nie ein wirkliches Problem. Die Kinder haben da immer wunderbar mitgespielt. Da gab es keine großartigen Schwierigkeiten. Sie sind auch, glaube ich, sehr dankbar dafür, wie unser Alltag jetzt ist, wie ich den für sie gestalte. Das Einzige, was manchmal echt schwierig ist, ist abends das zu ins Bett bringen, weil sich die Kinder ja auch aktuell noch ein Zimmer teilen und es eigentlich besser wäre, sie hätten jeder ihr eigenes, aber das wird auch noch spätestens nächstes Jahr. Das ist so das Einzige, was manchmal ein bisschen stressig und anstrengend ist. Ansonsten hatte ich auch mega Glück mit Trotzphasen und solche Sachen. Logischerweise müssen wir da durch, muss ich als Mama durch wie jeder andere auch mit einem dreijährigen Kind. Aber ich hatte da, wenn ich da manche Beiträge auf Instagram lese, wirklich noch sehr, sehr, sehr viel Glück. Und ansonsten vermeide ich einfach so Stressfaktoren wie mit den Kindern zusammen einkaufen zu gehen oder solche Sachen. Das muss ich einfach nicht haben. Oder mit den Kindern zusammen zu putzen. Manchmal ja, aber zum Großteil mache ich das einfach, wenn sie nicht da sind, weil das meinen Alltag unglaublich erleichtert. Also ich glaube, ich habe halt auch den riesen Vorteil, dass ich selbstständig von hier zu Hause aus arbeite. Also das hatte, glaube ich, einen großen Einfluss darauf, dass es mir so leicht gefallen ist, einen guten, möglichst stressfreien Alltag für uns zu kreieren. Relativ zügig im letzten Jahr hat sich auch dieses Gefühl von Freiheit eingestellt. Und ich habe das Gefühl, das wird mit der Zeit immer nur noch stärker tatsächlich. Und was ich im letzten Jahr nicht so arg gemacht habe, aber dann so zum Ende des Jahres und vor allen Dingen auch jetzt nochmal ist, dass ich meine letzte Beziehung sehr stark reflektiert habe, dass ich sehr extrem erschrocken über mich selbst war und ganz, ganz viel aber auch daraus gelernt habe. Das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass ich meine Lektion definitiv gelernt habe. Und ich habe mich in dieser ganzen Zeit, in diesem reichlichen Jahr, Stück für Stück selber gefunden, mich Stück für Stück wieder selbst zusammengesetzt. Und ich habe diese Beziehung gestartet, da war ich noch sehr, 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 sehr jung. In dieser Zeit bin ich zweimal Mutter geworden, bin Ehefrau geworden, bin erwachsen geworden. Aber ich war ein ganz, ganz anderer Mensch, weil ich mich angepasst habe, weil ich mich selbst damals noch nicht gefunden habe. Das habe ich tatsächlich erst jetzt. Ich habe immer zum Beispiel angenommen, dass ich ein schüchterner Mensch war. Es wurde mir auch immer so eingebläut, dass ich ein schüchterner Mensch war. Ich bin überhaupt nicht schüchtern, gar nicht, überhaupt nicht. Also, wenn ihr jetzt meine Freunde fragen würdet. Also ja, ich bin manchmal ein bisschen in mich gekehrt und ich höre manchmal lieber zu, als meinen Senf dazu zu geben. Aber das passiert tatsächlich eher nur noch selten. Ja, also ich bin sehr outgoing, also ich bin sehr offen und ich habe unglaublich viel Spaß. Also mit mir kann man sehr, sehr viel Spaß haben und ich glaube, sehr, sehr gut Party machen. Und was ich jetzt auch so, die Adjektive, die ich so in letzter Zeit verwendet habe, um mich zu beschreiben, ist wild, frei und so war ich früher einfach nicht. Und so bin ich jetzt endlich, weil ich wirklich so bin. Natürlich hat man auch immer wieder mit Gefühlen wie Alleinsein und Einsamkeit zu kämpfen. Also allein, sich allein fühlen, ist ja nicht ganz so negativ, wie sich einsam fühlen. Und ich habe so oft schon gelesen, ach, wenn du dich selbst liebst, fühlst du dich nie wieder einsam. Ja, es ist aber leider nicht so. Oder, also, weiß ich nicht, ich bin an diesem Punkt noch nicht angekommen und ich würde sagen, dass ich mich schon sehr, sehr stark selbst liebe. Es gibt einfach so Momente, da fühlst du dich einsam. Weil am Ende des Tages, wenn man es herunterbricht, bist du allein mit den Alltagsproblemen, mit den Alltagssorgen, mit dem Alltagsstress.
der zwangsläufig kommt, wenn du halt Kinder hast. Ob du jetzt ein Paar bist oder allein bist, egal. Mit Kindern ist einfach immer irgendwas los. Du musst es allein ertragen, vor einem OP-Saal stundenlang zu sitzen, zum Beispiel. Und du kannst dann abends nicht heimkommen und irgendjemandem davon erzählen, weil du halt trotzdem allein damit bist. Also das ist immer noch was, was mich immer mal wieder einholt. Nicht so krass, und es sind dann nur mal so ein, zwei Tage oder... Na, also das, dieses Gefühl habe ich meistens entweder morgens oder abends dann. Aber das ist halt so und das kann ich auch aktuell nicht ändern. Und was ich dann in diesen Momenten tue, wenn ich mich halt einsam fühle, ist, dass ich es erstmal annehme, dass es gerade so ist, dass mir das auch zusteht, mich einsam zu fühlen oder mich allein zu fühlen. Und dann koste ich das auch voll aus. Also dann wird auch mal geweint. Das ist auch in Ordnung. Meistens lösen sich da ganz, ganz viele Sachen, wo ich dann für mich klar kriege, okay, warum fühle ich mich gerade so? Also da spielen halt ganz viele Komponenten mit ein. Also im Moment ist halt gerade auch eine extreme Zeit der Umbrüche und es verändert sich ganz, ganz viel. Und es finden Umzüge statt und solche Sachen. Und das belastet mich emotional gerade sehr, sehr stark. Und da kommt dann halt irgendwo dieser Punkt, wo ich sage, okay, ich fühle mich halt auch einsam. Und natürlich kann man sich diese körperliche Nähe zwangsläufig nicht so extrem selbst geben wie mit einem Partner. Natürlich gibt es diesen kleinen Trick, sich einfach mal selbst zu umarmen. So komisch sich das anhört, aber so schön ist das manchmal auch. Aber es ersetzt einfach den Partner nicht, der dich auch mal eine halbe Stunde lang hält. Ne? Der dann einfach da ist, wo du auch einfach diese Gewissheit hast, da ist jemand. Das ersetzt das Ganze natürlich nicht. Ja, also ich habe halt hier aktuell keinen Partner, der mit mir hier zusammenlebt. genau, ich hatte es schon angesprochen, also Selbstliebe war für mich im letzten Jahr ein riesengroßes Thema. Das hat mir unglaublich viel Kraft geschenkt. Ich habe auch ganz viel Kraft aus Meditation gezogen, da ganz viel Kraft drin gefunden. Und Ende 2018 habe ich mich auch sehr, sehr stark mit dem Thema Loslassen, Vergeben, Dinge einfach endlich mal abschließen beschäftigt. Also ich habe da ganz, ganz viele Briefe geschrieben in den rauen Nächten und Meditationen dazu gemacht. Das tat mir wirklich sehr, 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 sehr gut, einfach so Dinge einfach mal abzuschließen und es ad acta zu legen. Es hat mir auch gut getan, so mal ein bisschen mein Ego beiseite zu schieben. Es hat mir vieles, vieles, vieles erleichtert. Und ich analysiere mich selbst und meine Probleme, aber nach wie vor noch sehr stark, aktuell auch wieder sehr, sehr stark, um einfach zu verstehen, wie konnte es zu dieser Situation überhaupt kommen? Warum habe ich mich in dieser Beziehung so extrem stark angepasst und wie schaffe ich es, dass mir das nicht nochmal passiert? Und aktuell, das habe ich gerade schon so ein bisschen angesprochen, ist eine Zeit der extremen Umbrüche und es ist manchmal einfach ein bisschen viel, weil gerade sehr, sehr viel passiert. Also Umbrüche im Beruflichen, also da hast du so eine, also da mache ich einfach mal so einen Sprung, das ist schon krass. Dann auch in meinem persönlichen Umfeld gibt es viele Umbrüche, nicht negativ, überhaupt gar nicht, also die sind alle extrem positiv, aber es ist halt einfach manchmal ein bisschen emotional sehr, sehr viel, das kann man dann manchmal schwer verarbeiten und verkraften, aber ich finde Kraft so in meiner eigenen persönlichen Mitte, ne? Und dann nehme ich halt an, was ist, also wenn ich mich gerade traurig fühle, dann ist das so, aber ich entscheide mich dann auch ganz bewusst, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, dass jetzt wieder gut ist. Also meistens mache ich das so, dass ich dann am Ende eines Tages sage, okay, ist gut jetzt, ab morgen nicht mehr. Ab morgen fühlst du dich bitte wieder nicht mehr schlecht. Und dann arbeite ich aber auch wirklich aktiv dagegen. Was heißt, dass ich Musik höre, die gute Laune macht, dass ich verstärkt dann wieder mit ätherischen Ölen arbeite, die mir helfen, mich einfach wieder besser zu fühlen, dass ich Yoga mache, dass ich Meditationen mache, die einfach so in diese Richtung auch gehen. Und dass ich dann auch in die Dankbarkeit zum Beispiel gehe. Also da arbeite ich dann auch wirklich bewusst dagegen. Wenn ich mich einmal dafür entschieden habe, so und jetzt ist gut, ab morgen möchte ich mich nicht mehr einsam fühlen, weil ich auch nicht einsam bin, weil ich zwei wunderbare Kinder habe. Und dann arbeite ich da auch einfach aktiv dagegen. Wenn ihr noch Fragen habt zu meinem ersten Jahr als Alleinerziehende, dann stellt die jetzt sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Also zu unserem Familienalter kann ich sagen, es war noch nie so einfach wie jetzt im letzten Jahr gewesen. Wir haben uns super gut zu dritt eingespielt. Das passt alles
wirklich sehr, sehr gut. Wir haben so unsere Routinen gefunden. Wir haben so gefunden, okay, was braucht jeder in welchen Momenten? Gerade jetzt der Sommer ist Bombe. Also ich habe gemerkt, im letzten Sommer habe ich mir vieles noch nicht getraut. Also es gab so am Anfang des Alleinerziehenseins eine Phase, wo ich mir vieles einfach nicht alleine zugetraut habe. Also alleine mit den Kindern gerade irgendwo hinzufahren, ne? Und das habe ich jetzt gerade in diesem Jahr nachgeholt, ne? Also ich habe das erste Mal eine längere Autofahrt mit den Kindern alleine gemacht, wovor ich echt Respekt hatte. Ich bin zu Events allein mit den Kindern gefahren. Ich bin mit denen zum ersten Mal alleine ins Freibad gegangen. Also es war tatsächlich im letzten Sommer ein Problem für mich, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass ich das alleine irgendwie gebacken kriege, weil das ja auch Kinder sind, die halt, ne, 3 Jahre Altersunterschied haben. Da will das eine Kind das und das andere Kind das. Und dieses Jahr habe ich es dann halt einfach mal gemacht. Ich habe mich bereit dafür gefühlt, habe es halt einfach gemacht und bin mit denen alleine ins Freibad. Und es war so super easy. Es war so einfach und ich habe mich dann so über mich selbst, wovor hatte ich eigentlich Angst? Aber es ist egal. Ich war jetzt bereit dafür und jetzt machen wir es super gern und es ist ganz, ganz einfach und ja, super toll. Und wir werden jetzt auch das erste Mal alleine ein paar Tage wegfahren, in Urlaub fahren, wovor ich halt auch erst ein bisschen Angst hatte. Aber jetzt, ja, wenn ich es nicht ausprobiere, weiß ich nicht, wie es ist, ne? Und deswegen machen wir das halt einfach mal. Und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Wir werden auch in diesem Jahr noch ein paar Mal zusammen wegfahren. Und das wird sehr, sehr schön. Und das wünschen sich die Kinder auch. Die wollen so ein bisschen Urlaub machen, das verstehe ich auch. Und dann machen wir das sehr, sehr gerne. Also im letzten Jahr bin ich zum Beispiel nicht mit denen irgendwo alleine hin weggefahren. Und jetzt fühle ich mich einfach bereit dafür und jetzt können wir das auch machen. Und das ist auch in Ordnung, wenn man das am Anfang sich erstmal nicht zutraut. Offensichtlich kommt es ja dann. Offensichtlich findet man ja dann Selbstvertrauen in sich selbst wieder. In sein Können als Mama, findet Kraft auch im Alltag. Wenn es im Alltag gut klappt, warum sollte es unterwegs nicht auch irgendwie gut klappen? Und findet er dann so ein bisschen, hat er dann so seine persönliche Trickkiste, ne? Wie man sich das einfach auch erleichtern kann. Ja, ich hoffe, dieser kleine Rückblick, dieses kleine Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!